Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG GTA 5 LS PDFA. Wir befinden uns heute in einem wunderschönen 2014er, dürfte das sein, Dodge Charger mit wunderbarem Interieur. Das sieht sehr schick aus. Und ja, wir werden heute einfach hier passend Del Perro Police eine Patrouille hier in Del Perro machen und hier für Recht und Ordnung suchen. So, nicht suchen. Suchen müssen wir nicht. Gibt's nicht. So, Organized Street Race. Na, hatten wir in letzter Folge schon gleich als Anfangscall. Das will ich gleich was anderes haben. Schickes Hauschen dort. Und es ist eine schicke Abendstimmung, also könnte doch eine tolle Folge werden. In unserem Charger. Takedown Lights oben. Gas Dev. Gibt uns guten Callout. So. Aber auf jeden Fall sieht es ja schön aus hier. Los Angeles in mit Abendstimmung. Und die Sonne, die ist wunderbar anscheinend. Westbridge Canals Rob's Liquor Robbery. So, jetzt haben wir's. Auf jeden Fall, wir haben Überfallzentrale, wir sind auf dem Weg zum Überfall. Wollen wir mal gucken, das könnte schwierig werden. Also vielleicht gleich schon den ersten Schuss der Folge, den wir abgeben müssen. Aufpassen, fahr doch nicht vor einen Polizeiwagen. So, fährt sich auch sehr träge im Vergleich zum Crown Victoria. So, wollen wir hier hinfahren und absperren. Wollen wir schon mal drei Patrol Units holen, die mit uns helfen, und nehmen wir unsere Pistole raus. So. Zentrale sind vor Ort in der San Andreas Avenue vor Rob's Liquor Store. Und sehen den Verdächtigen. Er ist bewaffnet und zielt auf den Kassierer. Können versuchen, einen gezielten Schuss zu machen. Das ist gefährlich, weil sein Kopf direkt daneben ist. So, haut ab, Leute. Wir warten, bis er was macht. Bis er was sagt. Hoffentlich sagt er was. Komm schon. Sir? Was sagt er? Okay, don't shoot. I'm surrendering. Okay. Gute Entscheidung, Sir. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden, LAPD. So. Gerade noch so die richtigen Schalter. Selbst eine kugelsichere Weste, Alter. Der Typ war vorbereitet. Der Typ war verdammt gut vorbereitet, aber hatte wahrscheinlich am Ende dann einfach nicht die Nerven, um das durchzuziehen. Das war eine sehr gefährliche Situation. Dimitri Raskarov. So. Dich wollen wir auf jeden Fall mal abtransportieren. So. Sir, geht's Ihnen gut? Oh, Sie können die Hände runternehmen. Wie Sie sehen, ist er in Haft. Könnte man ahnen, also. Selten, dass sich Leute selbst in Handschellen legen und danach immer noch weiter ihren Laden überfallen. Aber man weiß ja nie, ne? Jedenfalls, was haben wir denn da oben? Fit for Prince. Achso, ich dachte, das war irgendwie ein Officer. Aber war es nicht. So, wie gesagt, gute Entscheidung, das zu machen. Und sich zu ergeben, hätte ziemlich eklig enden können, und hätten sie geschossen, wären sie auf jeden Fall gestorben. Gut, wir warten natürlich, bis hier der nette Officer kommt, denn wenn ich jetzt 8 drücke, um die Callout zu enden, dann will er automatisch auch ihn mitnehmen. Kommt jetzt gar nicht der Officer? Doch, dahin. Ah, dahin. Ah, da sind sie erst. Dann wollen wir hier 8 drücken, um die Callout zu enden. Und alles gut. Wir mussten nicht schießen. Keiner ist verletzt worden. Ist doch wunderbar gewesen. Abgesehen davon, dass unser Auto jetzt weg ist. Okay. Naja. Holen wir uns einen neuen. Was haben wir jetzt? Wir sind nicht Sheriff Los Santos County, Leute. Wir wollen schön. Der Perro Beach. Was? Ach, das ist an Santa Monica. Also es müsste rein theoretisch an Santa Monica angelehnt sein. Ja, Santa Monica, Malibu und andere, glaube ich. So, aber dann ging das doch wunderbar schön schon mal aus, ohne dass jemand verletzt wurde. Soll ich hier Blaulicht kurz anmachen, damit wir über die Linie fahren dürfen. Und fahren wir mal unten Richtung Parkplatz. So. Stolen Police Vehicle. Fahren wir gleich mal rum. Und wollen wir zum Polizeiwagen. Hier entlang, und der ist unten im Tunnel. Okay, dann müssen wir hier entlang, kommen wir gleich auf den Highway rauf und können uns gleich ihm anschließen. Jetzt fährt er fast unter uns durch.
Aber vielleicht können wir hier gleich warten. Genau, wir stellen uns am besten gleich hier hin. Vielleicht können wir auch mit einer Straßensperre sofort anhalten. Holen wir uns hier mal Lock Patrol Units. So, da haben wir den gestohlenen Polizeiwagen. Nehmen wir unsere Schrotflinte raus. So, LAPD, LAPD. Ah, nein, das ist unser. Alles gut. Sorry. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn die Polizeiwagen. Da haben wir den gestohlenen Polizeiwagen, glaube ich. So, versuchen hier eine Straßensperre. Schaffen wir eine Straßensperre? Das reicht, oder? Nee, das ist auch noch unser. Der kommt jetzt auch nicht weiter, oder wie? Bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Perfekt. Okay, dann machen wir einen Zugriff zu Fuß, Leute. Komm mit, komm mit. Fahrt aber bitte nicht weg. Oh,